Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play X Rebirth. Tja, was ist beim letzten Mal passiert? Wir sind beim letzten Mal zurück in das System De Vries und haben auch noch hier auch an der Station gleich mal angedockt und hier habe ich mich dann auch verabschiedet und ich wollte hier noch so ein bisschen die Station erkunden und mal wieder Kisten sammeln und in Luftschächte kriechen und all die schönen Dinge, die man halt so gerne tut, ne? Und habe ich auch fast alles gemacht, bis auf die Schränke hier. Natürlich habe ich sogar leer geräumt. Sehe ich gerade, sah gerade von weitem etwas anders aus, aber gut. Ich wollte euch hier noch was zeigen, wo ich drauf gestoßen bin. Jetzt suche ich bloß gerade die entsprechenden NPCs hier. Also hier haben wir einen Waffenhändler, da Hallo, können wir Pilot. Ja... Raten Sie mal, was ich für Sie habe. Da können wir, wie wir wissen, unsere Zeigen Munition Sie mir bitte Ihre Waren. Verkaufen. Man kann heutzutage nicht zu viel Munition dabei haben. Buchen Sie das unter Versicherung. Genau, vielen Dank. So, also wir haben hier momentan die Neutronenbrecher 5, die... Solarjägerrakete und die Nova-Drohnen. Also konzentrieren wir uns mal auf den Neutronenbrecher 5 und Solarjägerrakete. Also wir könnten hier verkaufen für 3000 bzw. 4800 und kaufen könnten wir für 5000, zumindest die Solarjäger. Diese Zahlen merken wir uns mal. So, und jetzt suchen wir uns die nächsten. So, bist du schon derjenige? Nein, doch, bist du Hallo, da, okay. Pilot. Was Jetzt kann ich für du Sie mir tun? Mal deine Waren, Zeigen bitte Sie schön. Mir bitte Ihre Waren. Und was sehen wir hier? Deutliche Unterschiede von den Preisen her, ne? Das sind ein paar hundert Credits Differenz. Und was ich damit sagen möchte, man kann quasi mit Handel zwischen den NPCs auf einer und derselben Station auch noch Geld verdienen, indem man einfach vom einen zum anderen rennt und das Zeug, was der eine verkauft, beziehungsweise was ja doch günstig kauft und beim nächsten teuer verkauft oder in Anführungszeichen teurer verkauft, als wie man es vor ein paar Sekunden eingekauft hat. Und das ist eigentlich recht witzig. Hier haben wir zum Beispiel zwei Drohnenverkäufer. Treten Sie näher, Pilot, und sichern Sie sich ein paar echte Schnäppchen. Ja. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Wir haben die besten Angebote. Genau. Fragen Sie einfach meine Mitbewerber und beobachten Sie, wie sie zusammenzucken. So, schauen wir uns die Preise kurz an. Schauen wir bloß mal hier bei den unteren. Also 150, 124, 156. Treten Sie näher, Pilot, und sichern Sie sich ein paar echte Schnäppchen. Merkst du was? Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Alles klar. Oh, beziehungsweise, das ist jetzt die Frage, hat die gleiche Produktpalette? Schauen wir kurz. Hussar MK1 95.000 und Hescher 2 92.000. Treten Sie Müssen näher, noch mal Pilot, schauen. Und sichern Sie sich ein paar echte Schnäppchen. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Ah, okay. Also hier Gehen die MK1-Merkmale, das ist ein deutlicher Unterschied vom Preis her. Also da immer schauen und die haben auch nicht immer die identische Produktpalette, diese NPCs. Also wir sehen sie jetzt schön an diesem Beispiel. Derjenige hat wesentlich mehr Auswahl als der andere und es lohnt sich wirklich, die Preise zu vergleichen. Kann man immer schön Geld mitmachen. So, das war's. Also hier schnell weg. Halt, beziehungsweise 5-5, ne? Kennen wir ja schon. Also wollte ich bloß mal zeigen, dass das auch recht interessant ist. Um mit diesem Inventar-Trading ein bisschen Kohle zu machen, gerade am Anfang. So, wir sollen jetzt hier in der Hauptquest 300 Nahrungsmitteleinheiten liefern. Ich habe mir beim letzten Mal schon überlegt, soll ich das jetzt überhaupt in Angriff nehmen, weil wir sind doch sehr plotlastig. Sollen wir nicht vielleicht mal eine Folge machen, wo wir, keine Ahnung, einfach mal so blöd in der Gegend rumfliegen und so Missionen oder sowas machen? Gibt's ja auch. Gibt's eigentlich hier an der Station? Das ist eine gute Frage. Jetzt haben wir eine Provision freigeschaltet. Sehr schön. Gibt es hier Missionen? Schauen wir doch kurz. Hier muss es doch irgendwo Missionen geben. So mit einem Totenkopf drauf. Irgendjemanden töten. Wenn möglich die Reaver, das wäre von Vorteil. Alles andere kostet nur Sympathie, das wollen wir natürlich nicht. Na komm, hier muss es doch irgendwo eine Mission geben. Gibt es ja gar nicht. Dass die keine Missionen anbieten hier. Also, als da oben, ha, jetzt gerade noch gesehen. Also, ich verstehe es nicht. Manchmal habe ich den Eindruck, dass ich Punkte mehrmals freischalten muss. Da habe ich sie erforscht, also die Is, und dann kurze Zeit später sind sie wieder inaktiv. Also ganz, ganz komisch die Nummer. So, was haben wir hier? Was ist das für eine Mission? Gefährliche Kriminelle einfangen. Schwer. Ach ja, komm, mein Gott. Schauen wir es uns mal an. Sie wissen, was ich brauche. Jemand muss verschwinden. So, erzähl mal, was wir machen sollen. Ich übertrage jetzt die Daten für den Auftrag an Ihren Computer.
Was, wir sollen jemand von der Fraktion Republikan Terra an... Ja, vergiss es. Nee, blöde Idee. Was auch immer. Das machen wir nicht. Was haben wir uns ja unser Ansehen, unser Standing? Nee, du, lass gut sein. Und außerdem, so toll bezahlt war die jetzt auch nicht, muss ich gestehen. Nö, du, dann, was ich noch machen wollte, ein Blick auf die Karte verrät's vielleicht. Ich wollte mal hier einmal im Kreis rumfliegen und mal schauen, was hier noch alles ist, weil das ist ja ein geschlossener Kreis hier, also da muss irgendwas anderes sein. Und, ja, wieso nicht mal anschauen? Das heißt, wir fliegen erstmal dahin, Kurs setzen. Und dann schauen wir uns die Nummer an, so einfach mal ein bisschen entdecken. Gehört ja auch dazu. Zu X einfach mal irgendwo hinfliegen und schauen, was es da Tolles gibt. Und was ich noch machen wollte, ich wollte mal die ganzen Schiffe, die wir haben, einfach mal in unsere Staffel holen. In der Hoffnung, dass die vielleicht dann zumindest mal zu uns ja, ins System kommen. Sie sind mein Boss, oder? Ja, so sieht's nämlich aus. Ich bin dein Boss. Keine Panik, Jungs. Papa ist jetzt da. Boss? Ja, dann, okay. Halt zurück. Geh zurück, jetzt so. Gigorum, machen wir natürlich genau das Gleiche. Mit der Menge an Treibstoff, die wir derzeit haben, schaffen wir es nicht bis dorthin. Was, warum blinkt es jetzt hier? So, weg. Also, Pilot rufen. Gut, mit Ihnen zu sprechen, Sir. Ja, Staffel hinzufügen. Ich bin jetzt in Ihrer Staffel. Sehr schön. Also, der Nächste und dann die Taranis. Ja, die rufen wir auch mal. Hören Sie! Was wollen Sie? Ja, kommt auch ich zu mir. Ihrer Staffel bei. Ja, genau. So, also wäre das auch erledigt. Sehr gut. Haben wir alle in unserer Staffel. Gut, was habe ich zu tun? Was ist jetzt das? Kaufen Sie zuerst etwas Treibstoff? Wir haben nicht genügend Treibstoff zur Verfügung, um zum angegebenen Ziel zu springen. Hä? Ach, das sind die Schiffe mit Sprungantrieb jetzt? Okay. Die haben keinen Treibstoff. Ja, du, dann nimm halt keinen Treibstoff. Treibstoff ist teuer. Sprit ist teuer, wissen wir ja, ne, aus eigener Erfahrung. Das Einzige, was kontinuierlich steigt, sind die Steuern und der Spritpreis. So. Also, auf geht's. Wieso bleibt jetzt der hier? Hallo, weg da. Ich will meinen leeren Bildschirm haben. Na also, geht doch. Man muss nur jammern. Also hier ist es echt schwer, Windschatten zu kriegen, weil die Schiffe so klein sind. Ja, dann boost mal halt, ist ja wurscht. Wenn man ein bisschen Energie hat, das ist ein größeres Schiff, sehr schön. Das machen wir doch mal. Was? Boah, da hat uns gerade einer im Highway auf uns geschossen. Das ist ja frech. Erreiche überlaufende Quelle. Oh, das ist ja frech. Okay, da war ein roter. Na warte, mein Freund. Oh, jetzt ist er abgehaut. Feigling. Dem hätte ich geholfen, du knallt mir einfach auf mein Schiff drauf. Geht ja gar nicht, wer macht denn sowas? Oh, da gibt's Nahrung, gut zu wissen. Sidewinder-Antrieb Mark 2, repariert. Repariert, ja. Ach ja, wir haben ja einen Techniker an Bord, gell? Ja, sehr schön, der hat jetzt also unseren Antrieb repariert. Sehr gut. So, da ist auch noch ein I, was noch nicht freigeschaltet ist. So. Hier gibt's also Nahrungsmittel. Gut zu wissen. Sogar relativ günstig, also die haben es wohl im Überfluss. Ist das ein Witz, oder? Eine Zone nebendran foltert das Überangebot an Nahrungsmitteln und eine Zone weiter verhungern sie. Ach komm, das ist doch eine Lachnummer. Ja, aber haben wir und die jetzt neuen Befehle lauten? So, von Station verkauft. Waren von Station verkauft. Nahrungsmittel, ja, das sind doch die, ne? 12 Nahrungsrationen. Was ist das? 12-mal Nahrungsrationen für 309. Das ist aber nicht viel, ha? 12-mal Nahrungsrationen. Das ist doch ein Bug. Das gibt's doch gar nicht. Nee. Nee. Ah, das Konstruktionsschiff könnt's mitnehmen. Wieso nur 12? Wieso nur 12? Hier kann ich doch mehr auswählen. Das verstehe ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ja, egal. Wir wollten das ja momentan nicht machen. Auch gut zu wissen, dass es hier Nahrungsmittel gibt. Wir wollten ja jetzt erstmal hier diese unbekannte Schleife mal durchforsten, beziehungsweise einmal durchfliegen. So, unbekannte Zone, da geht's auch schon los. Jetzt habe ich wieder die... Hallo, weg da!
Irgendwas stimmt da nicht. So langsam glaube ich, dass mein Spielstand, mein Speicherstand vielleicht einen Schuss hat. Ich hoffe es mal nicht. Das würde bedeuten, ich müsste ja alles nochmal von vorne spielen. Was ich natürlich dann offscreen machen würde. Also das würde ich euch jetzt nicht unbedingt zumuten. Oh, da ist was. Da können wir da raus. Können wir raus. Okay. Jetzt bin ich ja wieder drin. Was ist denn das? Erreiche 42. 42? Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Was ist denn bitte 42? Also, mal abgesehen davon, dass es eine Zahl ist, das weiß ich schon. Hier ist doch sowas. So ein komisches Dingens. Habitat heißt es, glaube ich. Oder so nennen sie das immer. Habitat, genau. Bei denen ist ja wirklich jede Station total im Eimer. Halt, was habt ihr Schönes? Ihr braucht auch Nahrungsmittel, okay. Und sonst habt ihr nichts, oder? Hm. Hm. Da könnte man andocken. Oh, was ist das? Bauen. Bauen? Okay, da könnte man... Ah, wir haben natürlich, wir haben das Konstruktionsschiff jetzt in der Staffel. Ah, vielleicht kriegt man da jetzt... Oder könnte man hier jetzt schon Stationen bauen? Interessant. Ah, und hier gibt es wohl nur spezielle Spots, wo man die Stationen hinstellen kann. Also ich kann die gar nicht irgendwo hinstellen, wie ich gerade lustig bin, sondern da gibt es nur verschiedene Baulocations. Also okay, ist mal eingeschränkt, aber gut, mein Gott, so viele Stationen werden wir wahrscheinlich nicht bauen. Interessant. Gut zu wissen. Ja, aber also dann haben wir das jetzt zumindest schon mal gesehen. Wie sieht das auf der Karte aus? Ein bisschen Erz, ein bisschen Nividium, ein bisschen Silizium. Also, naja, reichhaltig ist was anderes vom Vorkommen her. Beziehungsweise, Moment, das sind ja 27 Millionen, oder? 27,7K sind 27 Millionen Erz. Und das sind 34 Millionen Erz und das sind 340.000 oder 339.000. Naja, okay. Könnte man da jetzt schon was abbauen? Jetzt sind wir wieder ein bisschen weit weg, gell? Von den Asteroiden. Wir fliegen einfach mal kurz schnell ein bisschen hin. Das sehen wir schon. So. Erz 2722. Da könnte man jetzt unseren Meilenlaser nehmen und mal kurz draufhalten. Oh, das kurz ist gut, das zieht sich ganz schön. 2700 Erz. Wenn man jetzt wüsste, wie groß Erz ist, also wie viel Platz Erz braucht, dann wäre es natürlich hilfreich. Haben wir von unserem Schiff aus die Möglichkeit, unsere Enzyklopädie anzuschauen? Müssen wir nachher mal austesten. Ich glaube, ich habe es schon mal irgendwo gesehen. Im Menü war das. So, okay, jetzt ist er kaputt. Ja toll, jetzt sind noch 44... Achso, das ist ein Teil. 44 Erz, das ist natürlich wenig. 79. Machen wir den mal weiter kaputt. Na. So. 2 Erz. 2 Erz. 71 Erz. Ein Erz. Ja, das ist ja... 63, ah, also den könnte man quasi einsammeln. Ah, das ist ja schon, das zieht sich ganz schön, ne? Leer. Naja, also das ist ja eine Lebensaufgabe hier zu minern. Naja, Also sicher nicht heute. Sicher nicht heute. So, wo geht's jetzt hier? Geht's hier weiter? Ja, da drüben sind wir raus, dann müssen wir hier wieder rein. Also schwupp. Und weiter geht's. Bin mal gespannt, wie viele Haltestellen es hier noch gibt auf dieser Rundreise. Wir kommen ja im Ausgangssystem wieder an. Das ist ja eine große Schleife. So, da können wir ein bisschen Windschatten fliegen. Der ist größer vom Schiff her. Den kriegen wir. Ja, aber zieht sich schon hin. Ne? Oh, da ist ein Feind. Oh, hier geht's wieder raus. Erreiche Magmasee.
Magmasee. So, schau mal gleich auf die Karte, was gibt's hier? Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. 8 Millionen Erz, fast 2 Millionen Silizium und ein Überfallkommando, ja toll. Aber Station oder so ist hier nix? Nee, gar nix. Dann schleichen wir uns wieder. Halt, wer bist du? Daito. Neutral, unbekannte Fraktion. Ah ja, okay. Das ist ja interessant. Und du bist 16, also 16 Kilometer. Nee, das ist jetzt langweilig. Das wollen wir nicht. Was gab es denn hier früher? Das sieht entweder nach Schaf oder nach eine Kuh, Fleisch oder sowas. Keine Ahnung. Schauen wir weiter. Wir wollen ja jetzt hier nicht bis ins kleinste Detail alles anschauen, sondern bloß mal gucken, was haben wir hier noch für Punkte. Ah, wen haben wir hier? Warum können diese Leute mich nicht ein- Nein. Tschüss. Oh mein Gott, ich habe den Bergbau-Laser drauf und wundere mich, warum nichts geht. Das war jetzt clever. Und natürlich haut es mich gleich raus. Super. So. Nee, hau ich den mit dem Bergbaulaser hinten drauf, dass da nichts vorwärts geht, das sollte klar sein. Na? Da ist relativ viel Geröll, viele Asteroiden, so wie es aussieht. Da ist eine Station. Erreiche Strahlungsgürtel. Strahlungsgürtel, mhm. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Und was haben wir hier Schönes? Ach, das sieht man wieder nicht, weil das Licht so hell ist. Also beziehungsweise der Hintergrund. Also zwei Stationen, würde ich jetzt mal sagen, sind das. Okay. Wo sind wir da eigentlich auf der... auf der Karte? Erdrückend heiße Luft, da waren wir aber nicht, oder? Da haben wir nicht hingeschaut, nee. Oder vielleicht, da sind wir vielleicht auch bloß zu weit geflogen. Haben wir vergessen rauszuspringen. Was gibt's da? Oder wird das angezeigt? Nee, na hm, müssten wir wahrscheinlich rausspringen. Ja, wir düsen jetzt einfach mal weiter. Und dann sehen wir schon. So, wo ist der Highway? Hallo. Wo bist du? Ach da, mein Gott. Ja, man sollte natürlich schauen auf die Missionsmarkierung, dann findet man auch relativ schnell den Highway wieder. Also hier gab es wohl Energie oder gibt es Energie? Vermutlich Energiezellen. So, da haben wir wieder... Jetzt wollte ich gerade sagen, da haben wir einen, wo wir uns dranhängen können. Ja, von wegen. War wieder zu langsam. Halt, da ist nochmal was. Erreiche 15 Strahlen. 15 Strahlen, okay. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Was gibt's für euch Schönes? Weizenplantage? Mhm. Lass mich raten, ihr verkauft Weizen vermutlich. So, wie sieht's hier aus? Naja. Also nach Weizen sieht mir das nicht aus. Vielleicht eine spezielle Art von Weltraumweizen, aber so den Weizen, den ich kenne, der sieht ein bisschen anders aus. Aber hier kommen wir der Sache schon näher. Naja, okay. Also ein spezieller Weltraumweizen. Ist in Ordnung, lass mal gelten. So, was haben wir hier? Architekt, Drohnenhändler, Ausrüstung und... Verteidigungsoffizier. Aber hier muss es doch irgendwo so ein Handelsdingens geben. So ein Handelsspot gibt es ja gar nicht. Das sind zwei Stationen. Zumindest sieht es so aus für mich. Aber ich finde hier nirgendwo so ein Verkaufsspot, das gibt's doch gar nicht. Irgendwo muss doch da ein Verkaufsspot sein. Da vorne wahrscheinlich. Halt, was ist das hier? Ja, da vorne ist ein Spot. Allerdings Energiezellen brauchen sie.
So, was haben wir hier? Sehr einfach. Energiezellen werden knapp. Ja, hm. Was denke ich mir? Na? Naja, die brauchen Energiezellen. Hier, oh, da, hier ist was. Also, die verkaufen Weizen. Was habt ihr denn für Preise? Minus 9. Ja, also haben wir ein bisschen Überangebot. Hier brauchen sie Wasser. Ja klar, wer Weizen anbaut, braucht auch Wasser. Ist eigentlich logisch. Aha, und der hat plus 6. Das ist ja interessant. Der verkauft ihn also teurer wie der andere Kollege. Interessante Preisbildung. Wo willst du denn hier Wasser herkriegen, bitte? So nah an der Sonne wird es ja vermutlich kein Eis geben. Oder könnt ihr mir zumindest mal vorstellen, dass das problematisch ist, da Eis irgendwie herzukarren. Und Eis braucht man ja wohl, weil ansonsten kann man kein Wasser herstellen. So, war das jetzt der letzte Exit auf unserem Trip? Ja, sieht fast so aus. Ich würde trotzdem noch gern in das andere, in die letzte Zone, wo wir durchgeflogen sind, vor lauter verpeilt sein. Da würde ich trotzdem noch gern reinschauen. Passiert ja wahrscheinlich eh nichts mehr großartig Erreiche in der Folge. Überlaufende Quelle. Genau, also hier sind wir ja auch losgeflogen. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Komm, das machen wir noch, das schauen wir uns noch an. Erdrückend heiße Luft, Kurs setzen. Weil dann will ich auch noch wissen, was es da Schönes gibt. Dann haben wir nämlich diese Schleife erkundet. Wir wissen zumindest ungefähr, was da los ist. Also wir wissen, da hinten gibt es Weizen, dann gibt es einen Fleck, wo nichts ist, wo man Mineralien abbauen kann, wo man sogar eine Station setzen kann. So, da sind wir gerade an dem Grünen vorbeigeflogen. Also offenbar war da gerade ein Schiffchen von uns, das wir überholt haben. Auch nicht schlecht. Und die Enzyklopädie wollte ich mir nur anschauen. Genau, kommt da. Suchen wir diese Folge auch noch. Pressiert ja nicht. Wir haben ja keinen Stress. Es eilt ja nicht. Es läuft uns nichts weg. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, in dem Spiel werden wir noch viele Stunden verbringen. Also ich auf jeden Fall. Wenn ihr natürlich dabei bleibt, das freut mich umso mehr. So, 100 Kilometer noch. Dann sind wir auch schon da. 2, 1 und raus. Erreiche erdrückend heiße Luft. So, was gibt's hier? Oh, was ist das? Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Das sieht mir fast nach einer Schiffswerft aus. Ja. Also so wie in Star Trek. Ich weiß nicht, wer die Filme gesehen hat, Star Trek. Da sah die Schiffswerft einfach so ähnlich aus. Ja, nicht schlecht, ist ein Riesending. Was gibt's hier? Da ist auch eine, die ist kleiner, oder? Die ist kleiner? Die ist größer. Oder ist es jetzt der Entfernung geschuldet? Ist jetzt die Frage. Die macht einen kleineren Eindruck. Also finde ich jetzt zumindest mal, können wir da andocken? Können wir da was in Auftrag geben? Da vorne, oh, das ist ein Icon, das kenne ich noch nicht. Okay. Na? Ja, was jetzt? Schiffsauftragsfertigung. Ja, dann docken wir doch mal an. Die Albion Skunk. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. So, lernen wir mal wieder dazu. Auch nicht verkehrt. Wir freuen uns, Sie an Bord begrüßen zu dürfen. Oh, das ist ja nett. Es gibt noch Leute, die sich freuen, wenn wir an Bord kommen. Bei allen anderen haben wir es wahrscheinlich verschissen mittlerweile. Also zumindest bei der Blue Dark Mining. Aber die sind ja noch nicht hier. Ich hoffe, die kommen auch nicht her. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, was gibt's hier Schönes? Ah, okay. Hier wieder unser Putzteufel. Level. Ja. So. Was ist das für ein Zeichen? Keine Ahnung. Schauen wir doch mal, was es hier Schönes gibt. Schränke. Ja, die kennen wir ja schon. Also, nehmen wir alles mit. Hangar Cargo. Aha. Mechaniker, nötig, brauchen wir nicht.
Ah, einen Hangar haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Treten Sie näher, Pilot. Was verkaufst du eigentlich Schönes? Und sichern Sie sich ein paar echte Schnäppchen. Zeigen Sie mir bitte Ihre Schilde. Wir haben die besten Angebote. Fragen Sie einfach meine Mitbewerber und beobachten Sie, wie sie zusammenzucken. MK4? Energiebarriere? Oh, 3,5 Millionen. Oh, das ist... Oh, nee, du, das ist... Mark 4 ist mit speziell entwickelten Komponenten. Aber 75.000 Shield, das ist natürlich schon geil. 3,5 Millionen, okay, merken wir uns. Also, wir brauchen ganz, ganz dringend Kohle. So, Nummer 5 lebt, ne? So ähnlich zumindest. Können wir da? Nee, da kommen wir nicht durch. Oder außenrum vielleicht. Ah, hier rum. Jawohl, funktioniert. Du bist Waffenhändler. Hallo, Pilot. Schauen wir mal, was du verlangst. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Selbstredend. Ah, ist schon ein bisschen teurer, okay. Gut. Halt, Kiste, meins. Noch eine. Irgendwann verlaufe ich mir hier mal auf der Station. Ich sehe es kommen. Du bist ein Pilot. Nö, dich brauchen wir nicht. Da kommen wir nicht weiter. Weltraumfarmer. Nö, du lass gut sein. Dich brauchen wir nicht. Da kommen wir auch nicht weiter. Ja, wo kann man hier bitte Schiffe in Auftrag geben? Du bist ein Manager? Ne, dich brauchen wir nicht. Ich brauche mir erst, wenn wir eine Station haben. Kann ich hier doch keine Schiffe in Auftrag geben? Wäre aber schade. So, wo geht's hier lang? Ne, da ist keiner mehr. Das war's, oder? Ist da finito? Hier ist niemand. Ui, das ist neu. Das kenne ich noch nicht. Ach, das erinnert so ein bisschen an Star Wars, ne? Episode 2 war es, glaube ich. Nö, da ist niemand. Ja, das ist ja lustig. Kann ich hier gar kein Schiff bauen? Das ist ja schwach. Wofür bitte eine Schiffswerft, wenn ich kein Schiff bauen kann? Das ist ja doof. Oder habe ich bloß nicht richtig geschaut? Also ich möchte es nicht ausschließen, dass das meiner schlampigen Suche geschuldet ist. Hier war ich noch nicht drin. Was gibt's hier? Schiffsverkäufer. Ah, okay, ich nehme alles zurück. Harte Jahre, das können Sie mir glauben. Was, harte Jahre? Ja, so schaut's aus. Nee, du, mit dir quatsch mal. Tagchen. Grüß dich. Tagchen, ja. Wählen Sie ein Schiff zum Bau, ein Schiff modifizieren, ein Schiff verkaufen. Was kriegen wir denn für unsere Mühle? Was? 23 Millionen? Ist ein Witz, oder? Taranis? Moment, das ist doch dieser Zerstörer, den wir gekapert haben. Der hatte doch bloß nur irgendwie 29% oder sowas. Der ist doch total im Eimer. 23 Millionen? Ist sofort weg. Sofort weg? Ja, geil. Tagchen. Das ist ein Witz, das ist schönen ein Bug, Tag, oder? Wünsche ich. Haben wir gerade 23 Millionen verdient? Das glaube ich ja gar nicht. Doch, tatsächlich. 23,9 Millionen Credits. Ja, wie geil. Coole Geschichte. Tagchen. Grüß dich. So. Bei uns finden Sie eine nette Auswahl an Schiffen. Sehen Sie sich ruhig um und treffen Sie Ihre Wahl. Ui, jetzt können wir Schiffe bauen lassen. Aran, das ist ja dieses riesen Kampfschiff, Konstruktionsschiff. Skaldis Taranis, was sind das für welche? Skaldis? Die Skaldis ist ein Frachter, der als galaktisches Gemeinschaftsprojekt entworfen wurde und von zahlreichen Herstellern in allen bekannten Sektoren gebaut wird. Sie ist langsam und bietet keine kampftaugliche Bewaffnung, ist aber bis heute wegen ihres guten Kosten-Nutzen-Verhältnisses ein beliebtes Schiff. Aha, okay. Ja, schnell ist es nicht wirklich. Sprungantrieb, ja, Kapazität, 240.000 Kapazität, Lagerart, Massengut, Container, Energieflüsse, das Ding kann ja alles mitnehmen. Kraftfelder, Turm, wieso nicht? Wir wollten ja eh mal einen vernünftigen Frachter und den wir haben, der kann ja bloß Flüssigkeit. Aber das ist nicht schlecht. Und die Taranis? Als Plutarch diesen Zerstörer in Dienst stellte, gab es in dieser Klasse kein anderes Schiff, das es mit der mächtigen... Ach natürlich, den haben wir ja gerade verkauft, oder? Taranis, ja, das... Nee, aber die Skaldis, die sind ja nicht schlecht. Und die Aran? Die Aran ist ein...
eines der größten im Dienst der bekannten Fraktionen befindlichen Schiffe. Okay, ist auch ein Schlachtschiff. Kommt der Baum und so ein Frachter? Das Ding ist ja geil. Die Scaldis ist ein Frachter, der... Was, die kosten nur 53.000? Das kann doch nicht sein, oder? Vor 17 Minuten Bauzeit, sehr geil. Okay, kaufen wir. Super. Wählen Sie nun die gewünschte Aufrüstung. Ach, jetzt muss ich auch noch aufrüsten. Okay, Kraft, ja, komm, volles Programm. Dreimal Kraftfelder und, ja, die Türme, das sind ja diese Waffentürme, das habe ich mittlerweile gelernt. Also, knallen wir auch drauf, sehr schön, weiter. Drohnen. Lastendrohnen, baut, also das sind die, die man wahrscheinlich braucht, dass die Fracht hin und her gekarrt werden kann, also zur Station, beziehungsweise von der Station, da kommen immer auch ein paar. Wie viele wären halt, beziehungsweise das? Was kostet das Ding? 50.000 das Stück. 50.000, ja gut. Wir haben ja gerade 20 Millionen gekriegt, also ja, dann nehmen wir mal so 15 mit. Wie viele wären das? Ah, so viel nicht, nee. Na, 15 bitte. Oh. 4, 5. 15. Gut. Baudrohnen, wofür brauchen wir die? Die waren irgendwie zum Reparieren oder sowas, ne? Von Türmen und so. Ja, komm, nimm mal auch mal 10 mit, ist eine Million, ja, mein Gott. Wie viele wären das? Ich weiß, kaum hat man Geld, wird man verschwenderisch, ne? Ist ja. Hescher-Drohnen, ja, so ein bisschen zur Verteidigung, das muss sein, nimm auch mal 10 mit. Wie viele wären das? So, was haben wir noch? Schöpfer-Tagebau, ja gut, das, ja doch, können wir Erz schippern. Erz schürfen, ja komm, nimm auch. Dann nimm gleich die guten, also der Unterschied ist, glaube ich, gerade wurscht. Ja, nimm auch 10. Wie viele wären das? Tja, reicht erst mal so. Nächstes. Wir haben jetzt genügend Materialien für Ihr Schiff. Bitte bestätigen Sie, dass Sie dieses Modell wünschen und wir machen uns an die Arbeit. Danach gibt's keine Rückzahlungen mehr. Aha. Uiuiuiui. Gesamtpreis 17,5 Millionen Credits. Hallo? Das ist ja Wahnsinn. 17,5 Millionen. Boah. Ja gut, das geht schon ins Geld, ne? Wenn man sich so die einzelnen Komponenten anschaut. Allein die Drohnen hauen ja schon rein. Eieiei. Ist interessant. In De Vries gab es doch so gut wie nix. Oder da ist alles so kaputt, kurz vor Ende Gelände. Und da trotzdem die Materialien und alles, haben sie alles da. Das ist ja, naja, bisschen unglaubwürdig. Ich bin froh, dass ich das ganze Zeug nicht mühsam zusammenkaufen muss. Das wäre ja, da bräuchte ich ja 30 Folgen für. Oh ne du, aber da haben wir immer noch 6 Millionen. Wieso nicht? Probieren wir's. Lernen wir dazu. Unbestreitbar. Also haben wir in Auftrag gegeben, das Schiff. Sehr schön. Tagchen. Ah, und jetzt habe ich ja keine Optionen mehr, irgendwas zu bauen oder aufzurüsten. Schönen Tag wünsche ich. Ja, danke. Gleichfalls. War sehr teuer bei dir. Sag mal, einer Frau sind billig, von wegen. So. Oh, ich brauche ihn nicht, aber ich räume noch schnell eure Schränke leer. Der Kleptomane ist wieder unterwegs. Technologie in Plutarch Händen. Da ist die Katastrophe vorprogrammiert. Ja, die Xenon-Technologie kennen wir schon. So, zurück zum Schiff. Und 5-5. Also, was haben wir gelernt? Wir können auch schöne Schiffe in Auftrag geben. Sehr gut. Wäre das auch erledigt. Ah, wieder ein Grafikbug, na toll. Und was haben wir noch gelernt? Ja, ganz einfach, wenn wir eine Taranis verkaufen, kriegen wir 20 Millionen. Ist auch nicht verkehrt. Auch nicht schlecht. Also quasi Taranis kapern und verkaufen, da wird man reich. So, aber dann düsen wir zurück. Und ich überlege mir dann in der Zwischenzeit, in der Pause, was wir beim nächsten Mal in Angriff nehmen. Ich fliege jetzt bloß noch zu unserer Station zurück, wenn wir die Folge begonnen haben. Sage an euch wieder mal vielen Dank fürs Zuschauen, hat mich gefreut, war hoffentlich interessant. Auch wenn wir die meiste Zeit sinnlos rumgeflogen sind, aber ich denke jetzt zum Schluss, der Schiffsbau war doch recht interessant. Ja, ich freue mich auf ein Wiedersehen in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play X Rebirth. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, macht's es gut und Servus!